Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Drawcraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Und das ist sie, die größte Redstone-Schaltung, die meiner Meinung nach, glaube ich, bisher in Craft Attack gebaut worden ist. Liege ich da richtig? Craft Attack 1, 2, 3, 4 und 5 habe ich persönlich ja nicht miterlebt. Aber für dieses Jahr, Craft Attack 7, habe ich mir vorgenommen, die größte Redstone-Schaltung aller Zeiten zu bauen, die jemals in Craft Attack gebaut worden ist. Und damit meine ich nicht den Kolben da oben, denn der kann ja nichts. Ich meine das, was da drunter steckt. Ihr seht da schon ein paar Kolben herausgucken in irgendeiner speziellen Anordnung. Was ist das? Einige von euch wissen schon, was das ist, weil die meinen Livestream letzten Freitag gesehen haben. Apropos Livestream, heute am Sonntag, den 17.11.2019, gibt es ab 18 Uhr einen großen Livestream, bei dem ich dieses Ding hier fertigstellen werde. Und mein Plan für heute ist, dass wir dieses Ding dann anschalten. Das ist eine Redstone-Schaltung, die etwas macht. Und etwas ganz Besonderes, und das soll heute Abend richtig schön gefeiert und zelebriert werden. Wenn alles gut geht, schaffen wir es vielleicht um 20 Uhr diese Schaltung fertig zu haben heute Abend. Vielleicht auch ein bisschen später. Und dann soll in einer großen Celebration diese Schaltung aktiviert werden. Eventuell kommen noch ein paar andere Streamer dazu. Also ich werde alle Leute, die dann live auf dem Server sind, einladen. Ich werde hier irgendwie kurz ein bisschen was aufbauen, dass man sich hinstellen kann. Und wir schalten dann diese Schaltung an. Was ist das für eine Schaltung? Es ist eine Schaltung, die uns allen auf Craft Attack dient. Und zwar zeigt uns diese Schaltung später einmal die Uhrzeit an und vor allem ganz wichtig das Datum an. Wir führen ein Datum in Craft Attack ein. So, und was ihr hier seht, ist die Datumanzeige. Über die Datumanzeige oder unter die, das muss ich nochmal überlegen, wo genau, oder vielleicht daneben, ich glaube daneben ist auch nicht schlecht, wird dann die Uhr hinkommen. Die Uhr zeigt die Uhrzeit an, die werden wir nochmal irgendwann anders bauen, aber wichtig ist erstmal, dass die Datumanzeige fertig ist. Und das ist super, super, super kompliziert. Ja, ist leider so, Leute, es war kein Spaß, muss ich sagen, dieses Ding hier zu bauen. Die Datumanzeige zeigt uns die Tage einfach an, wie viele Tage bereits vergangen sind. Ist quasi einfach nur ein Zähler, der plus 1 rechnen kann, aber hi dear, wow, das war leicht, Leute, das war super leicht. Das hat mich auch nicht 6 Stunden Arbeit gekostet, nein. Ich hatte Freitag einen meiner längsten Streams, ich glaube, ich habe 6 Stunden gestreamt, hieran gebaut. Und dann habe ich nochmal zusätzlich gestern Abend 3 Stunden, 6, 7, 8, 9. Also 9 Stunden sitze ich jetzt schon an dieser Redstone-Schaltung und sie ist gerade mal zur Hälfte fertig. Ich glaube, eines der aufwendigsten Sachen dieser Schaltung sind diese Holzblöcke. So, was ist das denn jetzt überhaupt, werdet ihr fragen. Hey, Moment, ich verstehe jetzt nur noch Bahnhof. Ich zeige es euch. Um es euch zu zeigen, müssen wir uns mal ein bisschen nach vorne bauen. Ich würde sagen, da bauen wir uns einfach mal mit Stein ein wenig nach vorne. Das sollte reichen. Und wir füllen jetzt mal hier eines von diesen Dingern auf mit... ui, das ist ein Schwein. Wie hat es das Schwein hier hochgeschafft? Das ist ja... tierisches Verhalten hier in Minecraft. So, wir füllen das Ganze mal bis nach oben auf und gucken mal, was passiert. Ein Moment, so. Tap, 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 tap. Jetzt müssen wir uns beeilen, jetzt gleich werden Phantome kommen. Nicht gut. Aber warte mal, wir sind zu dritt. Das heißt, wenn ich mich hinlege, dann ist automatisch das Problem gelöst. Sorry, du musst nach unten gehen. Dankeschön. So, der Kev left the game. Das heißt, wir können eh jetzt gleich nochmal alles ein bisschen heller machen. Da sind meine Redstone-Fackeln. Das ist gut. Und jetzt passt auf, ihr seht hier im Stein nichts. Wenn ich jetzt allerdings Strom hier drauf gebe, dann seht ihr im Stein eine Null. Das ist eine große digitale Null. So, und wenn ich jetzt hier Strom drauf gebe, dann seht ihr in dem Display eine 1. Oh, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, worauf das hinausläuft. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste jetzt die 7 gewesen sein. Gucken wir mal nach. Check ist die 7. Und dann gibt es noch die 8 und die 9. 10 Zahlen sind es. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und die 0 mitgerechnet. Also 10 Zahlen. Das wäre dann die 8. Und das ist ein sogenanntes 7-Segmente-Display. 7-Segment bedeutet, wir haben insgesamt 7 Bauteile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und können mit diesen Teilen jede Zahl darstellen. Und das funktioniert relativ einfach. Wir haben hier Leitungen, wie ihr seht. Jedes dieser Teile hat eine Redstone-Leitung. Wir haben also insgesamt 7 Redstone-Leitungen. Zählen wir mal. Hier aus Cobblestone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. Wir haben genau 7 Cobblestone-Leitungen. Und dann haben wir in der Mitte das hier. Das ist die Programmierung. Wenn quasi hier ein Stromsignal reingeht, dann wandert dieses Stromsignal nach oben. Und wenn hier eine Fackel ist,
Ihr seht jetzt gerade ist hier eine Fackel. Wenn ich diese Fackel wegnehme und nach da oben tue, kann ich quasi ändern, was das Display anzeigt. Ich kann quasi programmieren mit diesen Fackeln, was das Display anzeigt, wenn 7 ausgewählt ist. Oder in diesem Fall 8 ausgewählt ist. Und ihr seht schon, das sieht irgendwie strange aus. Das sieht komisch aus. Nein, deshalb musste diese Fackel nicht an diese Stelle, sondern die Fackel muss an diese Stelle. Und wenn da eine Fackel ist, bedeutet das, zeige etwas an. Wenn da keine Fackel ist, bedeutet das, zeige an dieser Stelle nichts an. So einfach funktioniert diese Technik. Ist relativ einfach. Ich glaube, die meisten von euch müssten es verstanden haben. Schreibt es mal in die Kommentare. Und die zeigt es dann jetzt, dass sie jetzt gerade nichts anzeigt, liegt daran, dass das Display mal kurz reflashed werden muss. Das heißt einmal so. Und so. Und jetzt ist alles wieder in Butter, wie man so schön sagt. Ne? Gucken wir uns das Ganze mal an. Noch sind keine Phantome da. Habe ich geschlafen? Oder? So, 8. So. Und das Ganze habe ich nicht nur für ein Segment gemacht, sondern ich habe 4 Segmente gebaut. Ach, abgesehen davon, dass ich den ganzen Berg ausgraben musste, das ist ja nur easy. Also das Ausgraben des Bergs ist ja gar nicht das größte Problem. Ach, und noch ein Problem hatten wir. Und zwar, wir mussten den Fahrstuhl, ihr erinnert euch, wir haben hier so einen Fahrstuhl, ne? Den mussten wir umlegen, den mussten wir umbauen. Easy. Ihr seht, easy, Leute. Das ist ein so einfaches Projekt und wir sind gerade mal zur Hälfte fertig. Es gibt noch so viel zu tun, bis diese Uhr funktioniert, denn jetzt haben wir zwar die Anzeige gebaut, haben wir noch keinen Computer. Der Computer wird relativ einfach, weil er nur zählen muss. Das wird nicht schwer, den zu bauen, aber wir brauchen noch eine ganze Menge Materialien. Ich wollte euch auf jeden Fall was mal gezeigt haben. Wir werden jetzt noch eine Kleinigkeit bauen. So, husch. Ihr seht, das ist der neue Fahrstuhl. Wir mussten den Fahrstuhl umlegen. Das war auch nochmal richtig viel Aufwand, weil der Fahrstuhl ging genau durch diesen Computerraum und wir mussten ihn jetzt umlegen. Aktuell, wie ihr seht, fährt noch kein Minecart hier hoch. Das baue ich später. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wenn jetzt gerade müsst ihr Minecart fahren. Craft Attack läuft hier gerade mal seit einer Woche. So, wir gehen wieder zurück nach unten. Das wäre beinahe... Obwohl, sterben tue ich nicht, wenn ich aus dieser Höhe falle, weil ich eine ziemlich gute Rüstung anhabe. Und die ist ziemlich gut. Für die, die meine Rüstung noch nicht kennen, das ist der Helmut, den Stone Island, den Eihäuser 100, den Adiletten Pro und Nokia ist mein Schwert. Die Silke ist meine Silk-Touch-Spitzhacke und die beste Spitzhacke ist die iHacker Pro. Die haben wir nämlich richtig... Die ist richtig Rage. Das ist, ich nenne diese Spitzhacke liebevoll nur noch The Rage. Warum? Ich zeige euch warum. Deswegen. Also der iHacker ist wirklich eine böse Spitzhacke. Eine richtig böse Spitzhacke, aber eine schöne Spitzhacke, mit der es Spaß macht und mit der kommt man auch relativ schnell voran. So, meine Damen und Herren, wir kümmern uns jetzt mal um die nächste Schaltung, die hier zu bauen ist. Und zwar besteht unser Display, oder besteht diese Uhr, also wir werden noch eine Uhr bauen, eine richtig runde Uhr mit Zeiger. Das kommt später. Die Uhr, die ist unabhängig vom Datumszähler. Der Datumszähler bekommt einen Daylight-Night-Sensor. Und immer wenn Tag ist, wird plus 1 gerechnet. Ob jetzt die Leute schlafen, ist ja egal. Denn wenn die Leute schlafen, wird auch ein neuer Tag beginnen. So, und dieses Ding rechnet dann plus 1. Insgesamt kann dieses Display 9999 Tage zählen. Also 10.000 Tage können hier gezählt werden. Ich gehe mal davon aus, dass 10.000 Tage erstmal reicht. Wenn nicht, müssen wir irgendwie was anderes machen. So, weiter geht's. Nicht hier, sondern der Testwelt. Wir loggen uns mal aus, bevor uns dieses Skelett komplett killt. Und ich zeige euch, was wir jetzt noch bauen müssen. Da ist nämlich noch einiges, was noch nicht fertig ist. Wir bauen es jetzt einmal ganz kurz im Kreativ vor, dann seht ihr es einmal. Und zwar müssen wir jetzt ein Zählwerk bauen. Ihr habt ja gesehen, unsere Uhr funktioniert so, dass wir mehrere Eingänge haben in dieses Display. Und wir reden jetzt von einer Einheit. Wir machen jetzt das Spielchen nur für eine Einheit. Wir haben 4 Einheiten, 1, 2, 3, 4, aber wir machen nur eine einzige Einheit jetzt erstmal, okay? Diese Einheit hat jetzt 10 Eingänge, also tu mal, sonst geht jetzt hier weiter quasi. Und es muss halt, wenn jetzt hier Strom läuft, wird die 0 angezeigt. Wenn jetzt hier Strom läuft, wird die 1 angezeigt. Wenn jetzt hier Strom läuft, wird die 2 angezeigt und so weiter und so fort. Wichtig dabei ist, dass man nicht das hier machen darf. Es muss immer nur an einer Stelle Strom reingehen. Immer nur an einer Stelle muss der Strom in die Schaltung reingehen, ansonsten funktioniert die Schaltung nicht. So, und wir brauchen einen Zählmechanismus. Ein Mechanismus, der zwei Sachen hat. Und zwar einmal eine Plus-1-Leitung und eine Reset-Leitung. Verstanden? Gut. Dann schauen wir uns mal an, wie wir den Zählmechanismus bauen. Da wir uns in der Java-Version befinden, bauen wir den Zählmechanismus wie folgt. Wir bauen erstmal hier solche Sachen hin. Dann nehmen wir Kolben. Und zwar normale Kolben, keine sticky Kolben, das ist natürlich mega gut. Wir nehmen Sand oder irgendein Material, was herunterfällt. Das kann auch Gravel sein, das kann auch Concrete sein, das ist egal. Wir setzen hier Verstärker hin auf volle Pulle, wie ich immer schön sage. So. Und setzen hier am Anfang eine Fackel hin. Dann nehmen wir Redstone, setzen das Redstone hier hin und verbinden damit die Kolben da unten. Ihr habt doch hoffentlich
mein Haupthaus gesehen. Mein Haus in Craft Attack sieht ja so aus. Das ist quasi die Miniaturversion meines Hauses in Craft Attack. Süß, oder? Und es gibt einen Grund dafür, dass der Kolben ausgefahren ist. Ihr seht, dieser Kolben ist und bleibt ausgefahren. Egal, was man tut, der bleibt ausgefahren. Ist das Magie? Nein, es nennt sich Butt-Bepowerung. Ein Kolben kann von einem Redstone-Block bepowert werden, auch wenn er diesen nicht berührt. Seht, dieser Redstone bepowert jetzt den Kolben. Das weiß der Kolben nicht, ehe ich ihn irgendwie anstupse, zum Beispiel indem ich hier einen Block hinbaue. Dann merkt das der Kolben und fährt aus. Genau das gleiche andersherum, wenn ich den Redstone-Block wegmache, dauert es einen Moment, bis er einklappt. So, ihr seht, das ist mein Haupthaus in Craft Attack. Also so habe ich das ja gebaut, meine Base in Craft Attack. Nicht ohne Grund, das ist ja so gedacht von mir, dass wir diesen Kolben haben, der ausgefahren ist, mit dem Redstone-Block oben drauf. Und genau das gleiche Spielchen passiert hier auch. Wenn wir jetzt diese Kolben nach oben bewegen, bleibt der erste Kolben ausgefahren, weil hier Strom in diesen Sand reinläuft. Und der Sand steht jetzt unter Strom und lässt diesen Kolben ausgefahren, bis diese Redstone-Fackeln Strom bekommt, also ausgeht. Dann klappt er sich wieder ein. So, und da hier noch Verstärker dazwischen sind, kann man hier irgendwie ein kurzes Stromsignal erzeugen. Das macht man wie folgt. Verstärker Stufe 2. Klebrigen Kolben. Observer. Fertig. So, und das sind jetzt unsere zwei Stromeingänge für dieses Ding. Also das ist Eingang Nummer 1 und Nummer 2. Das sind die Eingänge für diese Schaltung. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was passiert. Ihr seht, jedes Mal, wenn wir da Strom draufsetzen, wird plus 1 gerechnet. Plus 1. Plus 1. Und ihr seht, jedes Mal, wenn ich darauf drücke, geht das Ding um 1 weiter. Das ist schon mal gut. Schon mal vor allem sehr klein und kompakt. Und wenn ich also diesen Knopf drücke, resettet es sich. Cool, oder? So, der Output, also der Ausgang aus dieser Schaltung, ist hier. Und hier haben wir auch schon gleich ein Problemchen. Und zwar ist das Problem bei dieser Schaltung, dass wir nicht ein Signal rausbekommen, sondern, ihr seht, viele Signale. Und ihr erinnert euch, ich habe gerade gesagt, es muss ja so sein. 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Damit das funktioniert, muss man jetzt noch eine weitere Schaltung dazu bauen, die genau das macht, die dafür sorgt, dass das nicht passiert, was wir gerade gesehen haben. Und diese Schaltung finden wir auf meinem Projektserver. Da brauche ich die Redstone Vault. In etwa wird die Uhr später so aussehen. Das könnte die Uhr später sein. Sie soll auch noch Tag und Nacht anzeigen und so ein Kram. Aber was wir jetzt brauchen, ist diese hellgraue Schaltung. Diese helle graue Schaltung ist eine Schaltung, die ich mir genauso überlegt habe, die genau das theoretisch machen können soll. Ich hoffe, ich kriege es jetzt hin, die nachzubauen. Ich gucke mal, ob ich es hinkriege. Wir werden es gleich sehen. Die geht so nach oben ab, ne? Okay, ja, es ist eine spannende Schaltung, muss ich sagen. Das ist sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt aus dem FF so auswendig hinkriege. Ich habe da mal drüber nachgedacht, wie man diese Schaltung bauen kann. Das ist immer mal Redstone, muss man eine Menge nachdenken, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Das ist mal ein bisschen nervig, aber manchmal kommt man auch ganz gut klar damit. So, also hier sind meine ganzen In- und Outputs. Dann würde ich sagen, bauen wir diese Schaltung. Aber die müssen wir nicht aus Wolle bauen. Das ist egal, Hauptsache es ist irgendein festes Material. So, und ich habe in Erinnerung, das geht jetzt so nach oben. Ich glaube, so eine Art war das. Und dann ist der hier aus. Wir resetten mal ganz kurz. Bauen jetzt, wir konstruieren jetzt nochmal diese Redstone-Schaltung. Aktuell ist der an. War das so richtig? War das so richtig? Ich muss mal ganz kurz, ich gucke mal ganz kurz in die Screenshots, die wir hier haben. Ich habe ein Screenshots-Verzeichnis. Ich habe gerade Screenshots gemacht, falls ihr es nicht gesehen habt. Habe ich gerade Screenshots gemacht. So, also. Wie muss das Signal reinlaufen? Es muss relativ normal reinlaufen. Okay, also zack, so läuft es rein. Hier hin. Dann geht das Signal einmal nach oben. Es geht direkt nach oben. Das hier brauchen wir gar nicht. Okay, es geht direkt so nach oben. Wunderbar. Dann haben wir hier einen Verstärker. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, wir sehen auch gerade, es passt gar nicht. Hahaha. Wir müssen ein bisschen nach oben gehen. Das müssen wir jetzt einmal machen, auch wenn es euch nicht gefällt, Leute. Denn genau das Ding wollen wir in Craft Attack bauen. Und es ist vielleicht einmal klug, es im Survival, im Creative vorzubauen. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr komplizierte Sachen macht. Das muss nicht nur Redstone sein, es kann alles sein. Baut es einmal im Survival vor. Dann habt ihr keine Probleme, wenn ihr es später nachbaut.
baut es einmal im Creative vor, dann habt ihr keine Probleme, wenn es im Survival nachbaut. Ansonsten werdet ihr im Survival die herbe Enttäuschung feststellen, aber es funktioniert nicht und dann müsst ihr alles wieder abreißen, abbauen, schlecht. Vor allem bei so komplizierten Redstone-Sachen müsst ihr das irgendwie einmal vorbauen. So, jetzt glaube ich, habe ich alles richtig raus. Also das Signal muss einmal am Anfang verneint werden, negiert werden, wie man so schön sagt. Also aus 1 mache 0, aus 0 mache 1. So, wunderbar. Dann brauchen wir den Verstärker. Mein Computer meckert mich gerade an. Dies ist böser Computer. Ich erwähnte, dass mir das nicht gefällt. Okay, wir haben ein Problem. Ist alles nicht gut. Ist alles schlecht. Vor allem für ein Survival ist es auch mega schlecht. Wir müssen es irgendwie anders machen. Also ich habe gerade festgestellt, wir müssen als allererstes ein bisschen Platz gewinnen. Wir schaffen das. Wusstet ihr, dass das Zähler auch weiter zählt, wenn keine Spieler online sind? Mhm. Der Zähler zählt alle Tage. Ein Tag in Minecraft dauert 20 Minuten. Mal gespannt, was da am Ende auf dem Zähler draufsteht in Craft Attack. Wird auf jeden Fall cool. Wir müssen auch noch das Display bauen. Das Display muss aus Schnee gebaut werden. Das heißt, wir müssen irgendwie an Schnee kommen. Jetzt ist es besser. Jetzt kommen wir voran. Redstone-Schaltungen sehen am Ende immer richtig beeindruckend aus, aber so beeindruckend sind sie am Ende tatsächlich nicht. Wie viele immer vermuten. Wir brauchen viele Verstärker für diese Schaltung. So eine Art wird dieses Ding gebaut. Das ist aber eine Konzentrationssache. Werden wir heute Abend im Livestream bauen. Wir werden heute Abend im Livestream diese Sachen bauen, damit ihr klar, damit ihr Bescheid wisst. Ne? Oh yeah. Sieht doch schon mal gut aus, oder? Schwere Schaltung. Warum habe ich mir sowas Schweres ausgedacht? Warum konnte ich mir nicht einfach etwas Leichteres ausdenken? Nein, ich musste mir ja unbedingt was Schweres ausdenken. So, this is the only way. Das ist der einzige Weg, wie wir es hinkriegen, dass am Ende alles passt. So. Ich glaube, jetzt ist sie richtig. Er sieht gut aus. Ich glaube, damit ist die Schaltung fertig. Hier oben ist der Ausgang bei diesen Fackeln. Das heißt, wenn ich jetzt plus 1 rechne, sehen wir, die erste Fackel müsste angehen. Ihr seht, die erste Fackel ist an. Wenn ich jetzt plus 2 drücke, achtet auf die Fackeln, dann geht die zweite an und die erste geht aus. Die dritte geht an und die zweite geht aus. Ihr seht, und das geht so immer weiter. So, und wenn ich resette, dann schwupp, gehen alle aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und damit ist das Display schon fertig. Das war's. Das ist die ganze Magie. Toll, oder? Ist richtig Magic, ne? Es muss noch eine weitere Fackel dran gebaut werden am Ende, weil ja die 1, die 0, die soll ja immer leuchten. Wenn das Display resettet wird, soll die 0 immer da sein. Wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Das war nicht so schwer wie erwartet. Ich hätte gedacht, dass diese Schaltung schlimmer ist. Bin zufrieden. Und ich freue mich auf heute Abend den Livestream. Dort werden wir es fertig bauen und ins Betrieb nehmen. Seid mit dabei. Livestream findet ihr auf Twitch. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Einfach öffnen, einfach anklicken. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr hinkommt, Pech gehabt. Dann soll es nicht so sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao.